Es ist vielleicht für jeden von Interesse, etwas mehr noch über Meditation zu hören und vielleicht etwas detailliert etwas darüber zu erfahren, nachdem wir es ja nun auch eben gemacht haben. Sind die meisten hier beim ständigen oder öfteren Meditieren oder überhaupt nicht? Wer meditiert überhaupt nicht? Also gut, dann wird wohl jeder interessiert sein, was über Meditation zu hören. Wie ich vorhin schon erwähnte, das Meditationsobjekt ist von keiner ausgesprochenen Wichtigkeit. Es gibt allein in des Buddhas Lehre 40 verschiedene Meditationsobjekte. Es gibt noch andere. Ein Meditationsobjekt ist eine Methode. Und eine Methode ist eine Methode, was immer für einen Namen man auch dann ergibt. Es ist noch lange nicht die Meditation. Und ich weiß, dass viele Menschen sich oft abquälen, auf dem Atem zu bleiben und dann eines Tages früher oder etwas später zu dem Entschluss kommen, dass die Meditation für sie nichts ist, können damit nicht fertig werden. Das ist ein Jammer. Denn es gibt noch so viele andere Methoden, die man benutzen kann. Es muss nicht der Atem sein. Es handelt sich nämlich bei der Meditation nicht um welche Methode man benutzt. Es handelt sich darum, dass man nur zwei Richtungen einschlagen kann in der Meditation. Und wenn man diese beiden Richtungen nicht weiß oder nicht auseinanderhalten kann und nicht beide praktiziert, dann wird auch aus der Meditation nichts. Und leider, wenn das nicht genau erkannt und erklärt ist, wird sehr häufig aus der Meditation nicht. Es gibt Menschen, bei denen auch trotzdem was draus wird, auch wenn sie nicht genau Bescheid wissen. Aber die meisten Menschen wird nichts draus. Die beiden Richtungen sind Ruhe und Einsicht. Und beide müssen praktiziert werden. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Die Ruhe ist das Mittel zum Zweck. Die Einsicht ist der Zweck. Aber die Ruhe ist das unumgänglich notwendige Mittel. Es ist aber nur ein Mittel. Und da die Ruhe ja das ist, was eigentlich jeder anstrebt, und das ist, was sehr oft nicht passiert, so wird die Meditation oft falsch verstanden. Was man eigentlich gerne möchte, ist etwas Frieden und etwas Glück und etwas angenehme Gefühle zu haben und sich mal in der Meditation etwas angenehm und wohlig zu fühlen. Das ist aber nicht der Zweck der Meditation, es ist das Mittel. Aber das Mittel ist nötig. Es geht ohne das nicht. Saiputta war einer von den zwei größten Jüngern des Buddha. Und er erklärte einmal, dass alle die, die bei ihm die Erleuchtung erklärt haben, haben es in einen von drei Wegen erklärt. Entweder haben sie erst die Ruhe bekommen und dann Einsicht, oder erst Einsicht und dann Ruhe, oder beides miteinander. Das beides miteinander ist so, wie wir praktizieren sollten. Es wird sowieso sich immer wieder ausbalancieren, nach entweder der einen Seite oder der anderen etwas mehr. Etwas Einsicht bringt Ruhe, etwas Ruhe bringt Einsicht. Wir müssen beides praktizieren. Wenn wir beides üben, dann sehen wir schon, dass wir mal auf der einen Seite Fortschritte machen und mal auf der anderen. Um einmal zurückzukommen auf das Mittel der Ruhe. Es bedeutet, dass der Geist einmal in der Lage ist, wirklich auf dem Meditationsobjekt zu bleiben, ohne
ständig in die Weite zu schweifen. Nicht nur, dass er eine Minute oder zwei Minuten drauf bleibt, sondern dass er sich wirklich einmal dort fixieren kann. Dieses Fixieren bedeutet, dass wir eine gewisse Zeit ohne Denken sind, sondern nur beim Erleben. Der Unterschied von Nicht-Denken ist nicht vollkommen ohne jegliches Innenleben zu sein, also eine Niete, sondern der Unterschied von Nicht-Denken ist das Erleben. Und das bedeutet zu lernen, dass wir einmal in diesem Moment sein können. Und dass die Zukunft und die Vergangenheit mal ausgeschaltet wird. Wenn wir wirklich wahrheitsgetreu und auch pflichtgetreu unsere Gedanken etikettiert haben, so werden wir sehen, dass sie entweder in der Zukunft waren oder in der Vergangenheit. Es ist so, dass der Mensch, ohne den Geist trainiert zu haben, es beinahe unmöglich findet, in der Gegenwart zu sein. Und doch ist die Vergangenheit nichts wie ein Traum, aus dem wir schon erwacht sind, den wir nicht weiter träumen können, obwohl wir das manchmal probieren. Manchmal wacht man früh morgens auf und hat einen schönen Traum gehabt und denkt sich, ach, das möchte ich noch zu Ende träumen. Das geht aber nicht. So unmöglich sind sie schon wach. Und die Zukunft ist nichts weiter als eine Hoffnung und eine Idee. Wenn nämlich die Zukunft wirklich kommt, dann heißt sie die Gegenwart. Morgen kann nie erlebt werden. Wenn morgen erlebt wird, heißt heute. Der nächste Moment kann nicht erlebt werden, nur dieser eine. Und das lernen wir nur durch die Achtsamkeit in der Meditation auf das Meditationsobjekt. Da müssen wir nämlich, wenn wir auf den Atem aufpassen, auf diesen Atem aufpassen und nicht auf den, der vorher war und nicht auf den, der noch einmal kommen wird. Der vorher war, ist schon längst vergessen und vergangen. Und der da einmal kommen wird, ja, wir hoffen, dass er kommen wird, und dann sind wir tot. Aber sein ist nur der eine. Und das zu lernen und das dann auch zu praktizieren, ist ein Läuterungsprozess. Denn in dem Moment, wo man nicht denkt und die Vergangenheit und die Zukunft einmal weglässt, sondern wirklich konzentriert auf dem Meditationsobjekt ist, in dem Moment gibt es keine Negativitäten in dem Geist. Und das ist der einzige Moment, wo ein Läuterungsprozess stattfinden kann, der automatisch ist. Alle anderen Läuterungsprozesse müssen wir selber herbeiführen. Und dieser ist automatisch. Wenn die Konzentration einmal funktioniert hat, dann kommt es wie eine automatische Waschmaschine. Der Geist wird geläutert, weil er nämlich nichts denken kann, was negativ ist. Er kann überhaupt nichts denken, sonst kann er nicht konzentriert sein. Und das ist der erste Schritt, den wir unternehmen müssen, denn nur mit einem geläuterten Geist ist es möglich, einmal in die Vertiefung zu gehen und wirklich dieses innere Glück, diesen Frieden und dieses Gefühl des Einszusein mit sich selber erleben können. Wenn das einmal gekommen ist, so haben wir die Möglichkeit eines Einstiegs, ein Einstieg in die wirkliche Meditation. In der Zeit, wo wir das praktizieren, das üben, dass den Geist auf dem Meditationsobjekt zu lassen, in der Zeit erkennen wir, wie ich erklärt habe, unsere Gedanken. Und da können wir erst einmal kennenlernen, dass 75% Minimum davon Unsinn sind. Die machen überhaupt keinen Sinn. Es sind einfach Fetzen. Der Geist denkt. Und diese Selbstehrlichkeit ist ein ganz enormer Schritt.
Das heißt nicht, dass man sich minderwertig findet, sondern es ist diese Ehrlichkeit, einmal zu erkennen, dass dieses ganze Denken ja doch zu nichts führt. Dass das nie zu nichts anderem führt, als vielleicht seine, wenn man Examen machen muss, die zu bestehen und dann damit Geld zu verdienen. Aber weiter ist es nichts gut. Es handelt sich um Erleben. Und dieses erkannte Erleben, das erkennt, das bringt einen dann zu einem Gefühl des Wissens um sich selber. Also wenn man erstmal erkannt hat, dass sehr viel von dem Denken, was man da macht, Unsinn ist und das auch sich selber zugestanden hat, dann weiß man, wieso die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Weil alle anderen Menschen genauso viel Unsinn denken. Der Geist denkt einfach. Solange man sich selber das nicht zugestehen will, ist allerdings noch nicht viel passiert. Das ist das erste einmal, dass man sich selber zugesteht, was da alles hochkommt, ist nicht nur Fetzen von Gedanken, die keinen Sinn machen, sondern sie sind auch komplett unnötig. Einmal, wie ich gesagt habe, in meinen so oft sich wiederholenden Erklärungen über die Meditation, dass die Gedanken so viel Unsinn sind, hat jemand die Einwendung gemacht, dass er das gar nicht findet. Dann habe ich gesagt, dann soll er nicht den Etikett drauf tun, Unsinn, dann soll er drauf tun, das Etikett sehr wichtig. Das hat er aber auch erkannt, dass das auch keinen Sinn hat. Und da haben wir uns geeinigt auf unwichtig. Und das hat er dann akzeptiert. Also so eine Frage, wie weit man mit sich selber ehrlich sein will. Es hat aber nicht eine Frage, dass man sich selber tadeln soll. Absolut nicht. Was man erkennen soll, ist, wie der menschliche Geist funktioniert, der in einem selber auch haust. Denn man kann von dem genau erkennen, was bei uns vor sich abspielt, sich bei allen anderen Leuten genauso abspielt. Wir sind weder besser noch schlechter. Wir haben denselben menschlichen Geist, wie er überall zu Hause ist. Nachdem wir diese Etikette raufgetan haben, lernen wir auch erkennen, dass unser Geist uns nicht gehorcht. Dass er absolut nicht da bleiben will, wo wir ihn hintun. Das heißt also, dass wir keine Kontrolle haben. Und da ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Wenn wir einmal gemerkt haben, dass wir keine Kontrolle über uns selber haben, dann ist es vielleicht von der größten Wichtigkeit zu lernen, ja, Kontrolle über sich zu bekommen. Nämlich den Geist einmal dahin zu tun und ihn, dass er dort auch bleibt. Ich vergleiche immer den Geist mit einem kleinen Hundchen, das noch nicht trainiert worden ist. Es läuft in der Wohnung herum und zerkratzt alles. Und wenn man es an die Leine nimmt, will es nicht folgen. Es setzt sich auf seine Hinterbeine und man muss es ziehen. Und manchmal kriegt man es noch nicht mal von der Stelle. So sieht unser Geist aus, bevor er trainiert ist. Wenn wir ihn getrainiert haben mit Liebe, aber auch Entschlusskraft und mit Beständigkeit, so wie man das mit einem kleinen Hundchen machen muss, dann wird er eines Tages auch folgen. Wenn wir ihn dann an die Leine nehmen, dann geht er an unseren Haken hinterher und setzt sich nicht auf seine Hinterbeinchen und lässt sich ziehen oder bellt laut und schimpft oder was immer er tut. Dann können wir eines Tages wirklich sagen, dass wir unseren Geist unter Kontrolle haben. Wenn wir unseren Geist unter Kontrolle haben, gibt es keinen Moment mehr, wenn wir ihn wirklich unter Kontrolle haben, wo wir uns erlauben würden, unglücklich zu sein. Denn nur ein Narr würde unglücklich sein, wenn er es auch anders haben könnte. Also, wenn man sich nicht freiwillig, würde man sich nicht unglücklich machen. Wenn man den Geist unter Kontrolle hat, dann denkt man, was man denken will. In der Meditation, wenn man den Geist unter Kontrolle hat, dann bleibt man auf dem Meditationsobjekt. Das kann man aber nicht von einem Tag zum anderen. Und leider wird es im Allgemeinen, sieht es so aus, dass die meisten Menschen damit fürchterliche Schwierigkeiten haben und es immer wieder aufgeben
und dann immer wieder mal ein bisschen anfangen und dann immer wieder aufgeben. Das ist vollkommen unnötig, wenn man darauf Rücksicht nehmen würde, dass jeder Mensch verschiedene Tendenzen hat. Wir haben zwar alle denselben Geist, aber wir haben verschiedene Tendenzen. Und darum ist nicht jedes Meditationsobjekt gut für jeden. Man muss das finden, was für einen selber am günstigsten ist. Es gibt Leute, die gerne Bilder vor sich sehen. Da sollen sie Bilder benutzen. Es gibt Leute, die einen Geist haben, der gerne analysiert. Und dann soll er eine Analyse machen und dadurch zur Ruhe kommen. Es gibt alle Möglichkeiten. Und noch viel mehr, die ich nicht erwähnt habe. Wenn der Geist dann eines Tages mal wirklich ein bisschen unter Kontrolle gekommen ist, was man natürlich im täglichen Leben dann als ein großes Glück empfindet, wenn man das denkt, wenigstens zeitweilig, was man wirklich denken will und nicht als Reaktion auf das, was auch draußen um einen herum vorgeht, dann ist in der Meditation die Möglichkeit gegeben, dass man das Meditationsobjekt nicht mehr braucht. Verglichen, wie ich schon sagte, mit der Tatsache, dass das Meditationsobjekt ein Schlüssel ist. Und wenn man die Tür aufgeschlossen hat, man ja wohl den Schlüssel nicht weiter braucht. Man kann ihn wegstecken für die Zeit. Oder man kann ihn jedenfalls zu der Zeit einmal nicht beachten. Wenn die Tür offen ist, braucht man den Schlüssel nicht mehr. Ich vergleiche diese Möglichkeiten der meditativen Vertiefung mit einem Haus mit 8 Zimmern. Wenn die Tür offen ist, so kommt man in den Vorraum und in die Vorhalle. Und in dieser Vorhalle, da sind statt dem Schlüssel, den man benutzt hat bis dahin, der Methode, der nächste Schritt ist, dass das Körpergefühl ein angenehmes wird. Im Allgemeinen, was passiert, ist, dass der Atem so fein wird, dass man ihn dann im Moment nicht finden kann. Da sind dann immer 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass der Geist sagt, ach um Gottes Willen, was denn das? Wo ist denn mein Atem? Und damit ist natürlich die Konzentration fertig. Nichts mehr, muss man von vorne anfangen. Oder aber, dass man schnell versucht, ein bisschen tiefer zu atmen, damit man wieder finden kann. Auch nichts passiert. Beides Wege sind falsch. Bei beiden Wegen passiert gar nichts. Und was passiert ist, dass man den Schlüssel weiter versucht, in demselben Schlüsselloch umzudrehen. Oder aber dadurch, dass man das Schlüsselloch gefunden hat, einen Schreck bekommt. Was die richtige Folge ist, und jeder Mensch, der eine Weile meditiert hat und der sein Leben einigermaßen aussortiert hat und nicht allzu viel Aufregung in seinem täglichen Leben hat, kann zu diesem Punkt ohne weiteres kommen. Nur dann fehlt immer leider die Erklärung, was weiterzumachen. In dem Moment, wo der Atem so fein wird, dass man ihn nicht finden kann, oder wenn er so fein wird, dass man ihn kaum finden kann, steigt ein angenehmes Körpergefühl hoch. Das kann verschiedene Arten haben. Es kann auch verschieden in seiner Qualität sein. Es ist nicht nur verschiedene Arten. Es kann leicht sein. Es kann vollkommen einen durchdringen. Es kann so sein, dass man sich da vollkommen erhoben davon fühlt oder dass man es nur minimal erlebt. Auf jeden Fall ist es angenehm. Es ist angenehm, indem zu dir wahrscheinlich sogar beim ersten Mal so angenehm, dass man ein Gefühl der Überwältigung hat. In der Folge gewöhnt man sich dran. Man ist nur das erste Mal davon überwältigt. Und das ist der Eintritt zur Meditation, zur Ruhe. Und es ist absolut nötig, den Geist zur Ruhe zu kriegen. Denn man kann sich das einmal so vorstellen, dass im Ozean gibt es hohe Wellen und eine scharfe Brandung. Und wenn man gerne sehen möchte, was auf dem Meeresboden zu finden ist, und man in dieser Wellen sich befindet, in dieser Brandung, kann man nichts sehen.
ist unmöglich. Man kann nicht unter den Meeresspiegel schauen. Alles, was man sieht, sind die Wellen und die Brandung. Wenn sich das alles ausgeglättet hat und die Wellen sind weg und die Brandung ist weg, dann kann man unten schauen, dann sieht man. Das Wasser schäumt nicht mehr, es ist durchsichtig und man sieht den Sand und die Muscheln und die Fische und was immer dort zu sehen gibt. Dasselbe ist im Geist. Solange da die Wellen der Gedanken und der Emotionen zu finden sind, ist eine Brandung da, wo nichts zu erkennen ist, was drunter liegt. Alles, was man sieht, sind die Wellen und die Brandung. Wenn sich das einmal ausgeglättet hat und man zur Ruhe gekommen ist, dann kann man in die Tiefe schauen. Die Ruhe und die Tiefe sind immer proportional angeglichen. Je mehr Ruhe, desto mehr Tiefe. Je mehr Tiefe, desto mehr Ruhe. Dieser erste Schritt des angenehmen Gefühls kann einen dadurch schon viel Einsicht bringen, wo man erst einmal in der Lage ist, da drauf zu bleiben und es wirklich auszukosten. Und am Ende, wenn man fertig ist mit der Meditation, ob das 5 oder 10 Minuten sind oder 20, die Vergänglichkeit selbst dieses angenehmen und sehr wünschenswerten Gefühles zu erleben. Diese Vergänglichkeit ist uns nicht angenehm. Wenn wir Schmerzen haben und es ist alles tut weh, entweder körperlich oder emotionell, und wenn das vergänglich ist, so ist uns das höchst angenehm. Je vergänglicher, desto besser. Aber wenn es so ein wunderbares, angenehmes Gefühl ist, dass man sich fühlt, als wenn man schwebt, oder dass man sich fühlt, als ob man ganz leicht nur ist und ganz durchlässig, oder ob man sich fühlt, dass da man von angenehmen Gefühlen rinselt und rieselt, und das ist dann auch vergänglich, das sieht man nicht gerne. Und dieses nicht gerne sehen dieser Vergänglichkeit ist eine Einsicht in sich selber. Da können wir mal ganz klar erkennen, wie wir anhaften an dem, was wir haben wollen. Und wenn wir das nicht sehen können und nicht sehen wollen, dann meditieren wir vollkommen umsonst. Dann können wir genauso gut, ja, ein Buch lesen. Vielleicht nicht einen Fernseher anstellen, aber ein Buch lesen. Wenn wir nicht dieses Anhaften erkennen an uns selber und etwas dagegen tun, indem wir bei jeder Meditation, wo diese Gefühle uns vielleicht hochkommen, immer wieder dieser Vergänglichkeit so viel Raum einräumen, dass sie es uns immer tiefer und tiefer in uns ausbreitet, so dass es uns zur zweiten Natur wird, dass wir unsere eigenen Gefühle, vor allen Dingen die angenehmen, nicht mehr an ihn anhaften wollen, sondern erkennen, dass sie alle immer wieder verschwinden. Das bedeutet, dass wir im täglichen Leben nicht immer mehr nach den angenehmen Gefühlen suchen, sie immer wieder irgendwo finden wollen und an den Situationen oder an den Menschen oder an den Worten oder an den Ansichten festhalten wollen, die uns angenehme Gefühle bereiten, weil wir wissen, dass die angenehmen Gefühle nicht bleiben können. Wenn der Geist ruhig war, wenn der Geist einmal etwas geläutert war, also nicht gedacht hat, dann ist das Erlebnis der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit ein tiefgehendes. Wir können jeden Menschen fragen, ob alles vergänglich und alles unbeständig ist. Und jeder wird zustimmen, ja natürlich. Und keiner lebt so. Jeder haftet an und jeder hält fest. Aber wenn wir in der Meditation einmal zur Ruhe gekommen sind und dann es erleben, so kann es schon in die Tiefe gehen und wir etwas dadurch eine Änderung in uns bringen. Es ist eine Änderung unseres Standpunktes. Wenn ich hier sitze, wo ich jetzt sitze, sehe ich nichts weiter wie das Dach des Hauses da draußen. Wenn ich jetzt aufstehe und aus dem Fenster schaue, kann ich das ganze Haus sehen. Das ist der Unterschied von wo ich stehe, da kann ich was sehen.
Und je höher ich mich hinaufbegeben kann, desto mehr kann ich das Ganze sehen. Das Erleben des angenehmen Gefühles setzt voraus, dass wir aufgehört haben zu denken. Das Aufhören des Denkens ist das Wichtigste, was wir im Leben lernen können. Wir alle haben dieses Juwel des Geistes in uns. Es ist das einzige Juwel, was wirklich etwas wert ist. Alles andere sind Nummern. Nummern, wie hoch das Bankkonto ist. Das ist nichts wert. Denn was können denn Nummern groß wert sein? Aber unser eigener Geist, der hat den Samen der Erleuchtung in sich. Und darum ist es das größte Juwel, was es auf der Welt gibt. Außerdem gibt es nichts, was in diesem Weltall, was wir kennen, von dem wir wissen, vielleicht nicht erkannt haben, aber von dem wir wissen, existiert, was nicht durch den Geist geschaffen ist. Und dieser Geist, der das größte Juwel ist und der das wertvollste Werkzeug ist, was es gibt, den behandeln wir, als ob er nur etwas wäre, was ganz unwichtig ist. Den ganzen Tag denkt er, die ganze Nacht träumt er. Er kriegt keinen Moment Ruhe. Er hat keinen Moment, wo er einmal neue Energie schöpfen darf. Dieses neue Energieschöpfen kommt nur von dem Ausruhen, wo er nicht mehr denken muss. Man stelle sich vor, dass wir diesen Körper keinerlei Nachtruhe gönnen, nach Tage und Tage und Nächte und Nächte. Der Körper würde eine solche Schwäche haben, dass natürlich auch der Geist davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber diesen Geist, dem gönnen wir überhaupt keine Ruhe. Der hat niemals eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Er ist immer dabei, entweder zu denken oder zu urteilen, zu beurteilen, zu verurteilen, zu wollen, zu hoffen. Und mit dieser ständigen Arbeit, die er da macht und keiner neuen Energiezufuhr, kann er natürlich die absolute Wahrheit und überhaupt eine innere Wahrheit gar nicht erkennen. Er hat nicht die Kraft dazu. Und diese Kraft können wir ihm nur zuführen, wenn wir ihm einmal erlauben, aufzuhören zu denken und anzufangen zu erleben. Diese Kraftzufuhr, die der Geist braucht, liegt nur an uns. Und das ist dann, wenn wir erkannt haben, dass es nichts Wichtigeres gibt, als unseren Geist so zu behandeln, wie es ihm gebührt. Als das Wichtigste und wertvollste Objekt, was es überhaupt gibt in der Welt, von dem wir alle das haben, aber es immer wieder als selbstverständlich anschauen, als ob dieser denkende Geist nichts wert wäre, sondern nur dieser Körper etwas wert wäre. Und dieser Körper ist das Medium, um den Geist herumzutragen. Es ist der Bedienstete. Der Geist ist der Herr. Wenn wir also in der Meditation uns einmal dazu aufraffen, das täglich, morgens und abends zu machen und auch genügend Anweisung bekommen haben, um zu wissen, was mit unserer Meditation anzufangen, nämlich welche Art Meditationsobjekt für uns wohl das günstigste sein wird, so können wir zu dem Moment wenigstens kommen, dieses ersten Eintrittes in die Ruhe, wo wir das Denken überhaupt nicht brauchen, sondern nur das Erleben. Wir können das vergleichen, es wird immer wieder verglichen damit, ob man jemanden erklären will, wie eine Mango schmeckt oder ob man selber hineingebissen hat. Wenn mich jemand fragt, wie eine Mango schmeckt, so kann ich nur sagen, dass sie süß ist, saftig, weich und sehr gut schmeckt. Aber wenn jemand noch keine Mango gegessen hat, weiß er trotzdem nicht, wie sie schmeckt. Wenn er reingebissen hat, dann weiß er's. Und dann kann man auch immer nur wieder sagen, er kann es dem anderen auch nur wieder erzählen. Das heißt also, es gibt keine andere Gesundung
für den Geist. Es gibt keine andere Fürsorge für den Geist. Es gibt keinen anderen Weg für die innere Läuterung und die Möglichkeit eines tieferen Verstehens und daher einer tieferen Ruhe, als die Meditation so weiterzuführen, dass man mit Geduld und Entschlusskraft zu dem Punkt kommt, wo das Denken aufhört und das Erleben anfängt. Ich möchte euch jetzt Zeit geben, Fragen zu fragen, so dass ihr vielleicht eure persönlichen Anliegen dabei zur Sprache kommen lässt, was euch besonders interessiert, das ich ja nicht weiß, da ich euch ja noch nicht meditativ kennengelernt habe. Geist unter Kontrolle. Also schau, es ist so, in jedem Leben ist es doch so, dass Stress und Langeweile, Ärgernisse, Irritation, Neid, Ablehnung, Unannehmlichkeiten hochkommen. Na, wo kommen denn die hoch? Wo glaubst du, dass die hochkommen, diese Unannehmlichkeiten? Wo ich mich eben benachteiligt fühle oder richtig. Wo ich glaube, es ist etwas zu kurz. Richtig, richtig. Aber wo in dir kommt das hoch? Ja, erstmal im Denken. Richtig, also im Geist, ne? Ja. Richtig. Also, wenn du das aber gar nicht erst hochzukommen lassen brauchst, diese Unannehmlichkeiten, sondern im Geist einfach sagst, geh auf eine Liebe- oder Mitgefühl-Gedanken und der, oder auf einen Gedanken des Gleichmuts, dann brauchst du keine Unannehmlichkeiten mehr zu haben. Da ist nichts mit Kontrolle oder mit Unannehmlichkeit, mit einem, wie sagtest du, das ist also zwangsmäßig. Ja. Und du sagst dem Geist einfach, wo er hingehen soll. Natürlich am Anfang ist es nur möglich, wenn die Meditation schon einen gewissen Festigkeit angenommen hat. Und das ist natürlich der Anfang davon, ist schon mit Schwierigkeiten verbunden. Aber die Schwierigkeiten brauchen nicht lange Zeit zu dauern. Wenn man die richtigen Instruktionen hat, kann diese Schwierigkeiten sehr schnell überkommen werden. Ist das klar? Ja, danke. Ja. Die Beobachtung des Atems, sagen wir mal zu, unnatürliche Atmen. Schneller oder wie? Schneller atmen oder tief atmen oder langsam? Also irgendwie spielt es irgendwie verrückt im Körper. Also wenn das Herz fängt, dann ja. Entschuldige, wenn ich dir antworte, aber es spielt nicht verrückt im Körper, es spielt verrückt im Geist. Nein. Der Geist ist der Herr. Also, was dir passiert, ist folgendes. Zwei Dinge passieren dir. Ein Ding, was dir passiert, ist, ich will, ich muss. Und zu viel, eine zu starke Anstrengung. Und dazu kommt eine Abwehr. Und da geht alles drunter und drüber. Es gibt kein Ich will, ich muss, das hilft nichts. Und dazu kommt natürlich sofort die Abwehr. Ich will ja nicht müssen. Also die ganze Sache kann nicht funktionieren. Es gibt andere Meditationsobjekte. Es muss nicht der Atem sein. Ich würde dir vorschlagen, dass du mal ein anderes Meditationsobjekt benutzt. Denn mit dem Atem ist die Sache schon ein bisschen verfahren. Wenn es erstmal so weit gekommen ist. Ja? Lass den Atem sausen. Wenn du meditieren willst, forget it, den ganzen Atem. Geh zu den Gefühlen im Körper und zwar, fang an mit den ganz deutlichen Gefühlen, so wo man hier zum Beispiel mit dem Gesäß sitzt. Das ist ein ganz deutliches Gefühl. Die Füße, die Beine, die Arme, die Hände sind hier, die Hände sind vielleicht zusammen, die Arme. Ja, gut. Richtig. Das ist gut. Das ist gut. Entspannen ist gut. Je mehr entspannt, desto besser.
Das ist fein. Und von diesen groben Gefühlen, die ganz leicht zu erkennen sind, dann geht es als nächstes zu den Gefühlen, die die Anziehsachen auf der Haut bringen. Die sind auch noch ziemlich grob, aber sind etwas weniger grob als da, wo man sitzt und wo man aufdenkt. Ne? Diese Gefühle. Überall kannst du oben anfangen, überall, wo du sie fühlst. Ja? Und wenn du das erledigt hast, diese Gefühle, dann komm dazu zu empfinden, wie sich vielleicht die Haut oder auch unter der Haut es sich anfühlt, ohne dass du die Anziehsachen zur Hilfe nimmst. Und geh wieder von oben durch den Körper durch. Und das mag vielleicht den Geist zur Ruhe bringen. Ich denke, dass die Atemsache im Moment etwas beiseite gelegt werden sollte. Und ganz was Neues mal anfangen. Und dann solltest du zum Kurs kommen. Und dann kannst du die Sache richtig zusammenkriegen. Kannst du nicht die Kinder mal alleine zu Hause lassen? Die sind doch schon groß genug. Ja. Sie sprachen von diesem Thema bis zum Flur gegangen. Zur Vorhalle. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es im Moment sich lohnt, weiterzugehen. Aber ich kann Ihnen gleich erzählen, wenn Sie wollen, denn dass in meinem nächsten Buch alle 8 Zimmer genau erklärt sind. Das, wann wird es rauskommen? Im Oktober hoffentlich. Aber im Moment würde es zu weit führen, ne? Im Meditationskurs erkläre ich es schon. Ja. Können Sie noch etwas sagen über den Schmerz? Wenn man sehr lange sitzt, dann kommt es ja schon wehtun. Und es gibt ja dann auch Phasen, dann lang genug da drin war, dann plötzlich lässt man den Schmerz los und das ist irgendwie weg. Vielleicht können Sie dazu irgendetwas sagen. Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen, mit dem Schmerz umzugehen. Und es gibt verschiedene Theorien, wie es am besten ist. Und das liegt aber auch sehr an dem Charakter des Menschen, der damit umgeht. Also es gibt Leute, sehr viele Leute, die kriegen Schmerz in der Meditation und für die ist die Sache schon gelaufen. Das ist uninteressant. Da muss doch was Besseres geben. Dann machen wir Tai Chi deswegen, stattdessen. Das ist der erste Type. Kann man vollkommen verstehen. Wer soll denn sitzen mit Schmerzen? Wer soll denn das immer weitermachen? Das ist vollkommen verständlich. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber ich kann aber. Ich werde ihnen mal zeigen, ich kann hier sitzen 1,5 Stunden, ohne mich zu rühren. Die sollen mal sehen. Also das gibt's auch. Und dann sitzen sie auch 1,5 Stunden. Und dann gibt's die Leute, die sagen, nee, das ist mir unangenehm, ich rückel rum, das gefällt mir nicht, ich rückel mich so, wie es mir gefällt. Also alle drei ist falsch, ne? Auf alle drei. Aber auf alle drei muss man eingehen können, so dass sie damit fertig werden können. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es ist unmöglich zu sagen, man muss jetzt sitzen können und man muss durch den Schmerz durchgehen können und man muss damit arbeiten können, denn nur so kommt man zur Erleuchtung. Das habe ich auch schon zu hören bekommen. Von meinen Lehrern. Und man kann effektiv nicht das über einen Kamm scheren. Man kann zum Beispiel ein 4-jähriges Kind nicht so behandeln wie einen 18-jährigen Abiturienten. Es kommt darauf an, wo man angelangt ist. Und das ist kein Werturteil, sondern das ist nur, dass man jeden Menschen da akzeptiert und da liebt, wo er eben gerade ist. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt mit Menschen fertig zu werden. Und es ist so. Wenn man also mit dem Schmerz, der bei manchen Leuten schon ziemlich schnell kommt, es gibt Menschen, die sehr schnell schon Schmerzen bekommen, und dann, also damit so umzugehen, dass sie erkennen können, wie das überhaupt funktioniert in einem Menschen. Und zwar durch den Sinneskontakt, der in diesem Fall der Berührungskontakt ist. Das heißt also, das Bein oder das Knie hat hier, reden wir mal vom Knie, ja, das hat hier die Matte berührt und hat es so lang berührt und so lange da so gesessen, dass jetzt durch diesen Berührungskontakt ist ein Gefühl hochgekommen, das man nicht mehr übersehen kann. Dieses Gefühl ist unangenehm. Daraus ist zu erkennen, erstens einmal,
dass von jedem Sinneskontakt ein Gefühl kommt. Es gibt nichts anderes. Diese Sinneskontakte und Gefühle, sie bleiben immer wieder auch beim Erleuchteten. So funktioniert der Mensch. Sinneskontakt, Gefühl. Gibt nur drei Arten Gefühle. Angenehm, unangenehm, neutral. Die Neutralen übersehen wir immer, sind wir nicht sehr aufmerksam. Und außerdem sind sie uns ganz angenehm, weil sie sind wenigstens nicht unangenehm. Also sind wir mit angenehm und unangenehm beschäftigt bei uns, mit den beiden Gefühlen. In diesem Fall hat also dieser Kontakt, der Berührungskontakt, ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen. Da wir ja schon sehr viel Erinnerungsvermögen haben und daher also eine Wahrnehmung machen können, geben wir diesem Ding einen Namen und nennen es Schmerz. Und der nächste Schritt danach ist, dass der Geist reagiert. Und das instinktive, impulsive Reagieren auf dieses unangenehme Gefühl ist, es nicht gern zu haben, es abzulehnen. Ich will es nicht. Dann kann allerdings der Intellekt da reinkommen und sagen, den werde ich mal zeigen, ich sitze trotzdem. Oder aber, mein Lehrer hat gesagt, ich muss sitzen, also ich werde sitzen. Oder aber, ich werde mal versuchen, ob ich auch ohne Reagieren fertig werde. Man kann sich derartig erziehen, wenn man das oft genug gemacht hat, dass man nicht mehr reagiert. Also nicht sagt, ich kann das nicht leiden, sondern sofort dieses unangenehme Gefühl als Lernsituation ansieht und sagt, aha, jetzt habe ich wieder mal die Möglichkeit, nicht zu reagieren. Ich kann wirklich diesen Schmerz fallen lassen, dieses Gefühl fallen lassen, aus dem Erkennen, dass Gefühle sind einfach Gefühle, die gehören mir ja gar nicht. Denn wenn sie mir gehören würden, hätte ich mir ja die angenehmen geholt und nicht die unangenehmen. Man holt sich ja das, was man gerne haben will und nicht, was man nicht haben will. Also, sie sind wohl, haben wohl ein Eigenleben. Und dieses Eigenleben des Gefühls bedeutet, es ist nicht meins. Das ist eine sehr wichtige Einsicht, die aber nicht so ohne weiteres kommt und die intellektuell auch nichts nutzt. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die man davon lernt, wenn man das, diesen Schmerz als Lehrer nimmt, ist, dass dieser Körper nie ganz zufriedenstellend sein wird. Da kann er noch so jung und noch so schön und noch so gesund sein. Er ist nie ganz zufriedenstellend, denn selbst nachts auf der teuersten Matratze kann er nicht ruhig liegen. Er bewegt sich, weil er immer wieder Unannehmlichkeiten empfindet. Man wacht nie auf derselben Stelle auf, wo man sich hingelegt hat. Und hier beim Sitzen schon gar. Ist unangenehm. Er kann einfach nicht ruhig sitzen. Er kann erst dann ruhig sitzen, ohne das, was passiert überhaupt, wenn der Geist ganz ruhig geworden ist. Dann ist ja der Körper nicht mehr interessant. Also hier haben wir zu tun mit dem Nichtgehören der Gefühle, dass der Körper sowieso nicht zufriedenstellend sein kann, ganz egal, was man da irgendwie mit, man ihn füttert und welche Art der Yoga man macht, ganz unwichtig, er ist nie ganz zufriedenstellend. Und man kann aber auch erkennen, dass eine Vergänglichkeit und eine Unbeständigkeit existiert in diesem Gefühl, weil es nicht, was man eigentlich gedacht hat, eine solide, wie eine solide Faust da ist, sondern sich in sich auch bewegt. Dieses unangenehme Gefühl bewegt sich in sich. Und kann sich auch an der Stelle fortbewegen, von wo es im Moment ist. Wenn man sich das anschaut, hat man die drei Eigenschaften des Universums gesehen. Vergänglichkeit, Substanzlosigkeit und nicht zufriedenstellend. Und diese drei Charaktereigenschaften des Universums hat man dann in sich selber gesehen. Das heißt also, man hat eine Einsicht gewonnen. Und in dem Moment, wo man sich die Sache so betrachtet, hat man auch nicht das Interesse, irgend davon loszukommen. Denn es ist faszinierend. Und man lernt noch etwas, dass Schmerz der beste Lehrer ist. Nicht unbedingt nur körperlicher Schmerz, sondern emotioneller Schmerz genauso. Denn jeder andere Lehrer, zu dem man sagt, ja, ich habe eigentlich genug, mir tun die Knie weh, ich gehe nach Hause, der würde sagen, ja, tut mir furchtbar leid, aber
Wenn du gehen willst, musst du gehen. Aber wenn man zu dem Schmerz wartet, so kann man auch wieder loslassen von dem Gefühl und weitermachen. Dann kommt, wenn man lang genug gesessen hat, kommt der Moment, wo dieses Schmerzgefühl vollkommen verschwindet, weil der Körper sich arrangiert hat. Außer, dass man eine besondere Krankheit hat. Dann arrangiert der Körper sich wahrscheinlich nicht. Aber sonst, wenn es sich nur um ein ganz gewöhnliches Sitzen handelt, ein Schmerzgefühl, so arrangiert sich das und das verschwindet wieder. Da hat man natürlich eine besondere Erlebnis von der Unbeständigkeit von allem. Aber wenn man lange genug sitzt, wirklich lange genug, dann kommt es wieder und wird immer schlimmer und schlimmer. Und wenn das als Praxis benutzt wird und als Übung benutzt wird, so kann das sehr gute Folgen haben, nämlich, dass man nicht mehr interessiert ist, für den Körper so viel Annehmlichkeiten sich zu besorgen. Aber das ist wohl ziemlich unwahrscheinlich für Menschen, die im Haushalt leben und ständig damit mit der Welt beschäftigt sind. Sowas macht man mehr in Klöstern. Und es kann sehr gute Folgen haben. Und im Allgemeinen machen das die Herren der Schöpfung. Und bei denen kann das auch gute Folgen haben. Aber es ist nicht im Allgemeinen nicht üblich, das in Frauenklöstern zu machen. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit zu sehen, wie das alles passiert, was wir davon entnehmen können, also Einsicht davon zu gewinnen und auch immer wieder das Fallenlassen lernen, das Fallenlassen der Reaktion auf das, was wir uns nicht gefällt. Und je mehr wir das Fallenlassen der Reaktion lernen, desto mehr können wir das auch im täglichen Leben benutzen. Wenn es zu dem Punkt kommt, wo der Geist sagt, jetzt habe ich aber genug, jetzt habe ich schon genug gelernt und die Stunde ist immer noch nicht zu Ende oder die halbe Stunde und sich dann bewegt, vollkommen akzeptabel. Es ist absolut nicht nötig, die Meditation zu einer Tortur zu machen. Und es ist absolut falsch, wenn man einfach beweisen will damit. Beweisen, dass man durchsitzen kann. Das ist nur eine Ego-Unterstützung. Und das wird sehr oft gemacht. Dass man beweisen kann, dass man durchsitzen kann. Das hilft überhaupt nichts. Einsicht bekommen, ja. Akzeptieren, dass man dass man diese Einsicht aber noch nicht ganz durchführen kann, sondern von dem Schmerz doch besiegt worden ist, alles in Ordnung. Hat es sich darum gehandelt? Aber vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage. Gibt es nicht auch Phasen, wo das Bewusstsein sich irgendwie von dem Körper irgendwie dass man irgendwie... Ja, klar. Man hat eben keinen Schmerz mehr. Es ist ja, das da. Man schaut dann zu angenehm. Wenn der Geist konzentriert geworden ist und in diese Tür geöffnet hat mit dem Schlüssel des Meditationsobjekt und in erste Phase eingetreten ist, kommen ja 7 andere Phasen. Und in all diesen Phasen ist der Körper kein Objekt. Und es fängt schon an, dass bei dem Anfang des angenehmen Gefühls, da können Schmerzen sein, die absolut kein Interesse hervorrufen, weil alles andere, was passiert, viel größeres Interesse hervorruft. Das sind die Momente, wo die Konzentration anfängt, wo die Meditation wirklich anfängt. Und dann ist der Körper von keinem Interesse mehr. Diese Sache mit dem Schmerz ist ja das, worüber die Anfänger in der Meditation hinwegkommen müssen oder irgendwie damit arbeiten müssen, damit es mal dazu kommt, zu der richtigen Meditation. Und das ist dann, wenn es losgeht, dann ist der Körper kein Objekt. So, was gibt's noch? Ja. Kann man durch jede Meditation zur Erleuchtung gelangen? Kann man durch jede Meditationsmethode zur Erleuchtung gelangen? Also, ich kenne nicht jede Meditationsmethode, die Menschen benutzen. Also ich kann es nicht beantworten. Es gibt nämlich wahnwitzige Ideen auch. Und die ganzen wahnwitzigen Ideen, die heutzutage im Umgang sind, kenne ich nicht alle. Aber die Methoden, die der Buddha gelehrt hat, ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich nur immer die Atemluft zur Erleuchtung führe, wie irgendetwas anderes.
Also ich frage deshalb, weil ich von irgendjemandem einfach gehört habe, wir haben meinen nicht ausreichend. Naja, also Streitgespräche lohnen sich überhaupt nicht. Des Buddhas Worte sind ja ins Deutsche übersetzt. Man braucht sie sich ja nur vorzunehmen. Und da wäre es wohl passend, in dem Moment die Satipatthana Sutta, Sutta heißt die Lehrrede, und Satipatthana ist die Grundlage der Achtsamkeit, sich vorzunehmen und zu sehen, was der Buddha wirklich gesagt hat. So ganz einfach. Da brauchen wir uns ja nicht zu streiten. Brauchen wir doch nur vorzunehmen, aufzumachen, zu sehen, was er gesagt hat. Aber es ist so, dass der Atem genau wie jeder andere Meditationsobjekt der Schlüssel ist. Weiter gar nichts. Und ein sehr guter Schlüssel. Aber genauso als Methode der Schlüssel, um dann zur Meditation zu kommen. Die Meditation kommt, wenn das Schloss aufgeschlossen wird und man den Schlüssel dann wegwerfen kann. Und die Tür ist offen. Der erste Schritt ist, wie ich schon sagte, das ist ein Gefühl im Körper, das im Pali Piti heißt und das auch übersetzt wird mit Interesse. Aber es ist vor allen Dingen noch ein Körpergefühl. Und das ist, nachdem braucht man das Meditationsobjekt nicht mehr. Aber der Buddha hat gerade den Atem sehr deutlich erklärt in den Grundlagen der Achtsamkeit, in der Satipatthana Sutta, die ohne weiteres nachzulesen ist. Auf Deutsch. Es ist überhaupt gar kein nötig, sich darüber irgendwelche Gedanken zu machen. Also vorher, weil ich denjenigen erklärt habe, dass ich, wenn ich auf den Körper achte, achten oder durch den Körper gehen und die Gefühle beobachten. Als Meditation. Naja, wenn es einem leichter fällt, ist noch kein Grund, das zu machen. Aber wenn es der bei dem Atem zur Konzentration führt, ja. Dann ja. 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 Diese Durchgehen durch den Körper und die Gefühle betrachten, ja, das ist schon eine sehr gute Methode und sehr hilfreich, aber was immer zur richtigen Konzentration führt, ist Hauptsache. Und wenn die richtige Konzentration kommt, dann ist das alles mit den Methoden nicht mehr so wichtig. Also es wurde gesagt, es genügt nicht nur den Atem zu betrachten, man muss das andere auch machen, ja? Ja. Naja, es gibt eine burmesisch von aus Burma stammende Schule von Ubaikin, die würden das sagen. Naja, die sagen das, ich weiß. Die erzählen das immer. Das braucht man nicht zu glauben. Kann man nicht sagen, dass auch eine gewisse Einheit und gewisser ethischer Rat gelehrt werden, dass auch mit eine Voraussetzung ist, dass man überhaupt gut in einem drinsteckt? Ja, ich benutze nicht, ich sage nicht, dass der achtfache Pfad als Pfeiler zu benutzen. Ich benutze, sage, dass der Pfeiler, auf den die Meditation ruht, sind Dana, Metta, Sila, das heißt, Gebefreudigkeit, liebende Güte und moralisches Benehmen. Das sind die drei Pfeiler, auf denen die Meditation zu ruhen kommt. Sie braucht das als Unterlage. Da wir aber alle natürlich nicht perfekt sind, so versucht man sich mehr perfekt zu machen. Man hat auch hier in Deutschland eine Schule gehabt, die geglaubt hat, ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch glauben, dass man erst vollkommen perfekt sein muss in seinem moralischen Benehmen, bevor man sich hinsetzen darf, zu meditieren und vollkommen perfekt sein muss in seiner Achtsamkeit. Das ist aber nicht die richtige Idee. Die Idee ist, dass man alle zusammen praktiziert, so dass sie sich gegenseitig helfen. Man praktiziert im täglichen Leben und man praktiziert auf dem Meditationskissen. Und die helfen sich gegenseitig. Und man tut das Beste, was man kann. Und vor allen Dingen tadelt man sich nicht selber, wenn es nicht hundertprozentig funktioniert. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Ist die Formel. Manchmal zu schaffen macht, ist eigentlich weniger jetzt mit den körperlichen Problemen. Und auch so weiß ich, wie gut die Meditation ist für mich. Und ich
weiß wirklich, wie wichtig auch. Und trotzdem ist es wie so eine Sperre im Bewusstsein, die einen, also die mich zum Beispiel dann manchmal trotz meinem Willen und meinem Vorsatz so richtig zurückzieht und dann mich veranlasst, mich nicht hinzusetzen. Und es macht mir wirklich Probleme, zumal ich früher sehr viel meditiert habe, aber jetzt eben nach einigen Jahren plötzlich so richtig, als wäre da etwas da, das mich zurückzieht und ich schaffe es irgendwie nicht da, stärker zu sein. Gibt es da Hilfen, dass man entweder austrickst oder motiviert? Oder ich weiß. Ja. Das schon. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also dir selber gut zuhören, das hast du ja schon probiert, scheinbar. Ja. Das hat nicht funktioniert. Ja. Mit einer Gruppe meditieren. Aber das ist natürlich nicht jeden Tag. Es ist halt für mich eine sehr weite Entfernung. Ah. Das ist schon einmal wöchentlich oder aber halt so das Tägliche, um das ja eigentlich. Ja. Also, da würde wohl vielleicht in dem Fall, was du da erzählst, Gewalt das Beste sein. Mhm. Und zwar, du hast dein Kissen im Haus liegen, an einer richtigen Stelle. Ja. Okay, hinsetzen. Ich glaube auch gar nicht lang, sich da nicht nachdenken, Gedanken hinsetzen. Zu machen. Hinsetzen. Ja. Einfach hinsetzen. Und jetzt Wecker stellen und nicht aufstehen, bevor es läutet. Aber ja, gut, das ist dann Gewalt, aber ich denke mir, es muss doch einen Grund haben, wenn es wirklich für alles so gut ist, warum weigert sich dann etwas? Ist es Angst oder ist es eine gewisse, ja, ich weiß die Gründe einfach nicht. Das, was wir wissen und das, was wir effektiv tun, ist sehr weit auseinander. Wir wissen alle viel mehr, als was wir wirklich tun. Und der Geist hat das Wissen intellektuell, aber das innere Gefühl ist nicht da. Und das heißt also, in dem Fall, weil du dir ja schon selber gut zugeredet hast, musst du dich jetzt zwingen. Es hilft einfach nichts mehr. Einfach hinsetzen. Okay, ich